Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wir sind so langsam am Ende, also es ist irgendwie so ein Endfeeling. Und wenn ihr das Spiel auch haben wollt, aber nicht den Vollpreistitel haben wollt, dann habe ich was für euch. Schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr einen Affiliate-Link zu Instant Gaming. Instant Gaming ist eine Plattform, die plattformunabhängig Spiele und mehr anbietet. Spiele und Geschenke zu haben zum hohen Rabatt. Schaut doch gerne mal vorbei, es lohnt sich. Und wenn ihr weiter runterscrollt in der Videobeschreibung, findet ihr auch ein Gewinnspiel zu Instant Gaming. Und könnt dort ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Ich drücke euch die Daumen, wünsche euch viel Glück und viel Spaß beim Video. Wie gesagt, wir haben beim letzten Mal so ein bisschen das Ende auch noch eingeläutet. Ja, das haben wir schon länger eingeläutet. Haben aber diese Dojo-Quest endlich hinter uns gebracht. Und haben tatsächlich das grüne Hirngewand bekommen. Das ich jetzt auch mal anziehen werde. Zipfelmütze und Gürtel setzen bei diesem Outfit Akzente. Erfüllt den Träger mit Mut. Und genau so sieht das bei Zelda aus. Es ist natürlich eine Hommage an den Helden Link. So. Natürlich gucken wir jetzt einfach mal, wo der letzte Stempel ist. Wenn ich es richtig markiert habe, ist er hier oben. Aber ich bezweifle, dass wir über diesen Porter reinkommen, weil wenn ich recht im Bilde bin, ist dieser Porter innen drin. Deswegen gehen wir zu diesem Porter und gehen mal ganz hoch und holen uns flux mal schnell den allerletzten Stempel. Gehen wir mal hier lang, weil hier müsste auch die Wassersäule zu erschaffen sein. So. Okay. Ja, bestenfalls ist es, wenn ich den drüben erschaffe. Diese mir egal. Hier irgendwo muss der Stempel sein. Oh, den haben sie extra dahin platziert. So. Hier waren wir nämlich noch nicht. Und hier ist der letzte Stempel. Da bin ich mal gespannt, was es für alle Stempel gibt. Denn hier haben wir den letzten. Was geschieht? Da bist du ja endlich! Oh wei. Er kommt schon wieder. Bisschen schneller. Ja. Hallöchen, hier ist der Stempelmann. Stempel sind für die Ewigkeit. Ich bin Hyrule's größter Stempelsammler. Endlich ist es soweit. Du hast alle Stempel! Kaum zu glauben, dass es dir gelungen ist. Alle zusammen. Bravo, bravissimo. Ich bin hin und weg. Es war nicht leicht, über die Stationen aufzustellen. Überall. Ich werde verhöhnt, bespuckt, tatsächlich angegriffen. Aber das war es wert. Ich bin total glücklich, dass du meine Stempeljagd mitgemacht hast. Yippie-yay! Bei mir ist es ja ewig her, dass ich zum ersten Mal mit Stempeln in Berührung gekommen bin. Er schweift schon wieder aus. Es könnte fast länger dauern. Ich habe noch genau im Ohr, wie Stempelmama zu mir gesagt hat. Wenn du mir hilfst, bekommst du einen Stempel. Und wenn du eine Stempelkarte willst, kriegst du eine Belohnung. Du kannst dir vorstellen, wie ich mich zurückgelegt habe, um ihr zu helfen. Und dann habe ich gestempelt und gestempelt und gestempelt und gestempelt. Ich erinnere mich an ihren einzelnen Stempel. So glücklich hat mich das immer gemacht. Es ist wohl recht offensichtlich, wie ich auf die Idee mit der Stempeljagd gekommen bin. Nein! Ich wollte andere Leute auch mal so glücklich sehen. Deshalb habe ich die ganze Welt bereist, um so viele Stempelstationen aufzustellen. Ja, ich bin total glücklich,
Die Stempeljagd war ja nur nicht etwas, was ziemlich nervig war, alle Stempel zu finden. Aber okay. Ganz Hyrule sollte die Möglichkeit bekommen, sich an der Stempeljagd zu erfreuen. Und als ich selbst ernannter Stempelbotschafter habe ich hiermit meinen Zenit erreicht. Wie immer und wie versprochen, hier ist deine Belohnung. Okay, du hast den Stempelanzug erhalten. Ein Geschenk vom Stempelmann als Anerkennung für den Abschluss der Stempeljagd. Wenn du das trägst, wird dich jeder im Land als Stempelmädchen erkennen, als Stempelina. Yippie-yay! Wollen wir zur guter Letzten noch unsere eingeübte Routine vorführen? Du weißt doch hoffentlich, was ich meine. Wenn ich aufzusagst, so rufst du voller Begeisterung Stempeljagd, okay? Also dann, machen wir ihn denn. Yippie-yay! Viel Spaß! Also dann, man sieht sich. Ich hoffe, dass du dich immer gerne an deine Stempeljagd zurückerinnern wirst. Ja. Zum Glück ist sie jetzt vorbei. Ich meine, oh, wie schade, dass sie vorbei ist. So, wir brauchen noch ein paar Herzteile. Hier habe ich noch ein Herzteil markiert. Und da hinten nehmen wir doch mal die zwei in Angriff. Und bis auf ein Mal wiedersehen. Was die Feen angeht, da muss ich sagen, da haben wir noch alle genug. Da müssen wir keine sammeln fürs Finale. Zumindest hoffe ich das. Ansonsten muss ich mal die Geschäfte noch durchsuchen, weil es hat geheißen, dass es Klamotten gibt, die ich noch kaufen muss. Ich weiß, dass man auch die Klamotten theoretisch bekommen kann, wenn man die Amiibos benutzt, aber das will ich nicht machen. Hallöchen, Prinzessin. Mir ist ein Zoll eingefallen, den ganz sicher noch niemand gesehen hat. Die Zolls, die du mir gezeigt hast, waren alle zwar alle irgendwie niedlich, aber hör mal, dass wenn es einen noch viel niedrigen, ganz aufgetretenen Zoll gäbe, wenn du so ein Zoll farbenfrohen bombastischen Zoll entdeckst, bitte zeig ihn mir. Bombastischen Zoll? Den hier? Ui, das ist ja. Oh, wie farbenfroh und niedlich der ist. Über den Stand kannst du bestimmt nichts in meinem Lexikon. Wahnsinn, wo hast du den entdeckt? Ja, das ist halt einer, der man basteln kann. Nee, das ist ein künstlich hergestellter Zoll. Wer ihn gebaut hat, muss sich wirklich gut mit sowas auskennen. Tausend Dank, Zelda, dafür gebe ich dir meinen größten Schatz. Und das ist ein Herzteil wert. Also auch ein ganz einfaches Herzteil. Oh, entschuldige. Ich freue mich mit allen Zolls in Hyrule an und werde ihn zum allerschlausten Zoll-Experten. Ach, ich sag nichts zu. So, jetzt müssen wir natürlich außen rum gehen. Das hat so Link to the Past Vibes, weil da musste man auch durch die um die Burgmauer gehen, um auch einen Geheimgang zu finden. Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um das Herz da hinten ebenfalls um einen Geheimgang handelt. Aber nicht dort, wo der Geheimgang in A Link to the Past war. Der war nämlich hier. Schade eigentlich. Ein einfach zu bekommenes Herzteil. Das ist ein tatsächlicher Kritikpunkt. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Hier noch drei Herzteile. Halt. Dieses Herzteil haben wir. Und dieses. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Hier haben wir noch ein Herzteil. Hier und dort. Na, gucken wir erstmal auf den Berg wieder. Da wir ja dort schon
den letzten. Oh, das sei jetzt perfekt, wenn wir dort. Ach, egal. Wir nehmen jetzt das Herz damit. Wäre jetzt schön gewesen, wenn wir auch dort unser letztes Herz da bekommen. Aber nein, das setzen wir am besten im Sora-Gebiet, dass wir auch hier alle Herzteile haben. So, der wird jetzt schießen, das ist mir egal. Hier ist ein einfach zu holendes Herzteil. Wie ich aber euch besiege, weiß ich noch nicht. Am besten so, ne? Würdest du den hier angreifen, danke. Egal, was du versuchst anzugreifen, mach weiter so. So. Er lebt ja noch. So, die Frage, wie kommen wir hier rüber? Weil ich kann jetzt nicht mit dem darüber. Holen wir die Wölkchen. Die sollten ja funktionieren. Ich muss nur schnell genug sein. Und da haben wir das letzte Herzteil. Und es hat tatsächlich noch gezählt. Auch wenn ich dann direkt in die Lava gefallen ist. Ey, soll ich denn das letzte Herzteil? Nee, so weit sind wir noch nicht. Diese Markierung können wir direkt löschen und gehen über zu diesem Herzteil. Keine Angst, die Herzteile in Kakariko haben wir beide. Da gibt es nur zwei beim... Tatsächlich beim Dojo-Meister. Da muss ich ehrlich sagen, den... Es gibt, wie gesagt, zwei, die ich überhaupt nicht fühle. Also da... Muss ich ehrlich sagen, tut mir leid. Das war nichts. Meiner Meinung nach. Aber es sind nur zwei, also es ist nicht viel. Hä? Ah! Auch ein einfach zu bekommenes Herzteil. So. Dann haben wir auch dieses Herzteil. Wie gesagt, da haben wir beide Herzteile. In Kakariko gibt es nämlich nur zwei. Ich habe mich aber jetzt nicht vertan. Jetzt müssen wir noch ein Herzteil fehlen. Genau. Und das ist hier bei den Sora-Gebieten. Dann haben wir auch hier alle Herzteile. Dann ist wirklich richtig Finalstimmung. Ich freue mich schon, wenn ich das letzte Herzteil gesammelt habe. Dann kommen nur noch die stärkere Falle zum Einsatz. Sag mir aber bitte, dass dieses Herzteil nicht so einfach zu holen ist. Naja, es ist anscheinend in einer Höhle. Das ist wenigstens ein Riesenvorteil. In einer Soulhöhle. Okay. Yes. Die habe ich bestimmt gesehen, habe sie aber ignoriert aus irgendeinem Grund. Lieber Hydrosoul. Ja, ich ignoriere euch mal, ne? Hüpft ihr mal weiter rum. Alles okay. Herzsohl. Ach, aufpassen, so flambieren jetzt wieder alles. Ja, komm. Besieg die. Wir wissen ja, wie wir hier durchkommen können. So. Vielen Dank. Wir brauchen unser Herzsohl.
oder eine Fackel. Aber die zeigen hier die Kerze an. Dann nehmen wir unsere Kerze. Ah, nicht Kerze brauchen wir, wir brauchen unser Hydrosol. Weil die Fackeln sollen nicht an. Geht das doch damit? Die sollen aus sein. Okay. Das ist auch ein Rätsel, das so typisch ist, typisch Zelda-like. Fackeln können nämlich auch ausgeschaltet werden. Und da haben wir das letzte Herzteil. Und sind, was Herzteile angeht, fertig. Das freut mich. Das heißt im Grunde, deswegen gibt es auch hier Hydrosols, dass man die auch fangen kann. Hätte mir auffallen müssen, ne? Und nun können wir auch diesen Stempel endlich löschen. Jetzt, ihr seht, ich habe noch nicht alle markiert von den Deckelkristallen, so heißen sie. Weil die werden wir im nächsten Part definitiv eingehend, eindringlich noch untersuchen. Diesen Part klappe ich jetzt nicht mehr viele ab, sondern nur noch die, die ich da habe. So dass wir vielleicht im übernächsten Part bereit sind auf die, oh, das ist auffällig, nächste, letzte Sache. Und zwar ein Endboss. Okay. Da habe ich noch markiert. Hier weiter habe ich noch welche markiert. Die holen wir uns. Weit, die holen wir uns am Ende. Zum Schluss, würde ich sagen. Alles andere holen wir jetzt schon. Und ja, es geht voran. Also wir brauchen jetzt nur noch 10. Ne, 9 sogar. Bis wir alle haben. Und dann können wir gucken, was uns noch so Gebiet bringt. Ah, es ist immer noch kalt. Ah, blöd. Ja, jetzt brauche ich schon Ketzo, den ich mir nehme. Kann ich dich markieren als so? Das wird mir doch auf der Karte gezeigt. Ja. Lass mich bitte in Ruhe. Dann kick jetzt so, dass du gewartet hast. Hier irgendwo. Ja. Jedenfalls ganz offensichtlich. Au! So. So. Damit haben wir auch dieses. Ach komm. Holen wir gerade das schnell im Wald. Ah, der Kerze greift den Wolf an. Interessant. Hier müssen wir auch noch gucken, ob wir alle Echos haben. Und natürlich, ob alle... Was ist hier passiert? Ex, alles in Ordnung. Autsch. Weh. Eure Hoheit, warum müsst ihr denn so grob sein? Es tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe, aber das war eine heftige Mauschelle. Ein Echo? Gah, der wird mir noch ewig zur Schande reichen? Sagt man das so? Okay. Mich erwischen zu lassen wie ein unerfahrener Rekrut. Nicht unfair. Aber wo ist die falsche Zelda denn jetzt hin? Ich glaube, sie hatte irgendwas an diesen Stein gemacht. Ja, und dann das verschwinden. Ich sehe hier auch keinen riesengroßen heiligen Baum.
Geht der Pfad vielleicht noch weiter? Das ist die Frage, Trine. Okay, hier hatten wir unseren... Au. Ja, Moment. Wo haben wir ihn? Unseren Leune, ja. Okay, hier ist nichts. Schade. Ich habe gehofft, dass hier was ist. Aber da habe ich anscheinend die Markierung ein bisschen zu schlecht gestellt. Oder kann ich auf die Bäume drauf? Was ist da noch, Leute? Hm. Das ist jetzt die Frage. Aber selbst wenn ich auf die Bäume, was ich nicht kann, okay. Gut, gehen wir mal zur anderen Markierung und gucken, ob man da was findet. Ansonsten muss ich tatsächlich die Markierung noch besser setzen. Aber es kam mir schon komisch vor, dass man hier eine Dinger gefunden hat, aber das scheint mir nicht im Wald zu sein. Okay. Ich glaube, hier kommen wir am besten hin. Gut. Die nehmen wir uns noch. Definitiv. Und dann fürs nächste Part muss ich gucken, wie ich die Markierung am besten setze, damit die ein bisschen deutlicher sind. Wow. Hat dir überhaupt nicht wehgetan, ne, Zelda? Auch hier habe ich mir tatsächlich gedacht, ist da was? Hab mir aber gedacht, nee. Glaube nicht, dass da was ist. Und ja. Hier ist ein einzelner Fels. Nein. Man hochheben kann. Und da hat man diesen Stärkekristall. Wie gesagt, wir fehlen uns nicht mehr. Den hier haben wir. Und da muss ich nochmal gucken, wo der genau ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur ein Stärkekristall im Wald ist. Da gibt es bestimmt mehrere. Man kann auch da gute Verstecke machen. So, das heißt, fürs nächste Mal gucke ich noch, wo Stärkekristalle sind und werde sie markieren. Das werde ich natürlich euch mal sagen. Und dann werden wir für den nächsten Part die restlichen Stärkekristalle suchen. Und dann ist, glaube ich, schon Finalstimmung. Ich hoffe, es hat euch der Part gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Lasst ein Abo da, kommentiert. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer macht. Macht es gut, haut rein. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Endcard. Wie jedes Mal könnt ihr rechts von Foxy ein von YouTube generiertes Video bekommen. Links von Foxy blende ich euch die Playlist ein. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr in der Mitte von Foxy gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut, haut rein, ciao.